Wunderschönen guten Tag, willkommen in der Hood Cuisine, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute gibt's einen fruchtigen Süßkartoffelsalat, aber zuallererst Trommelwirbel. Wir haben in der Hood Cuisine ein neues Messer. Bam, bam, bam. Wir haben hier ein wunderbares Messer von Kalisso. Ich habe ja wirklich lang mit den alten Messern von mir geschnippelt und ich glaube mittlerweile, es war gar nicht wirklich mehr ein Schneiden, sondern es war einfach ein lockerflockiges Pressen. Und ich sag mal so, wie soll es anders sein? Natürlich habe ich auch eine kleine Aktion mit den Damen und Herren gecheckt. Wir haben 10% für die Hood Cuisine. Das bedeutet, geht mal auf die Webseite, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Entweder ihr nehmt den Link in der Videobeschreibung direkt, dann habt ihr am Ende 10%. Oder ihr macht Hood Cuisine 10. Und auch hier, wie die letzten Male, ist das Rezept in der Videobeschreibung. Na klar. Zutaten wurden organisiert, aber eine Sache, Dijon-Senf. Ich war in vier Läden, kein Dijon-Senf. Deswegen nehme ich einfach Bautzner, ne? Bautzner-Senf, geht immer klar. Hier wird auf jeden Fall beschrieben für 2 Portionen, eine Süßkartoffel, 1 Esslöffel Öl, etwas Salz, 1 Zwiebel, 2 mittelgroße Tomaten, 1 Mango, 150 Gramm schwarze Bohnen in der Dose und hier, Petersilie habe ich auch nirgends bekommen. Das heißt, kräutermäßig mixen wir einfach ein bisschen. Ne? Wir haben ja für die Vinaigrette 6 Esslöffel Olivenöl, 2 Esslöffel Balsamico-Essig, 1 halber Teelöffel Dijon-Senf, a.k.a. wenn wir den nicht haben, nehmen wir Bautzner, etwas Salz, ein bisschen Ahornsirup, a.k.a. Agavendicksaft und optional Kräuter nach Wahl. Jetzt werden erstmal die Dinger hier schön geschält. Ne? Beim Schälen halte ich immer, egal was wir schnippeln, oder was wir schälen. Ich denke mir immer, ich hack mir komplett die Finger ab, Mann. Ich weiß nicht warum. Oh, aufrecht stehen, Leute. Die Überlegung war auch schon wegen aufrecht stehen. Kennt ihr diese Rückenhaltungsdinger? Also die heißen bestimmt auch so. Wenn man die kaufen will, in Online-Shops heißen die Rückenhaltungsdinger. Könnt ihr mal. Dass wir hier immer so dastehen, ne? Das wäre eigentlich wirklich gut. Was heißt, da können wir das eigentlich auch wegmachen? Das wäre super gut. Jetzt die Frage, wo sind die Fachmänner? Diese Süßkartoffel ist fast schon orange und die ist so ein bisschen hell. Gleicher Schäldruck. Erkennt man daran die Reife? Das ist die Frage. Auch das können Sie gerne in die Videokommentare reinzwirbeln. Ich danke Ihnen vielmals. Wir verbleiben mit freundlichen Grüßen, Siehe Anlagen. Wichtig immer bei der Hood Cuisine, zwar direkt abräumen, aber dann nur hinstellen, weil wir brauchen es ja eh wieder. Ne? Klares Ding. Die Gerätschaften sind geschält und jetzt gehen wir mit diesem wunderbaren Messerchen hier ran. Butterweich. In eine Schüssel mit Öl und etwas Salz vermischen. Machen wir, das machen wir doch. Dann böllern wir das Ganze auf dem Backblech, ab in den Ofen. Und das habe ich die letzte Zeit auch gemerkt. Ey, Ofengemüse ist ein ganz anderer Style, ne? Auch wenn man sich eine Pasta zwirbelt und so. Wie gesagt, wir machen auf jeden Fall einiges mehr, als im Rezept steht. Weil es auch wieder so eine Sache ist, die man halt mehrere Tage essen kann. Da haben wir heute schon was von. Morgen geil. Ab aufs Blech. Sag mal, tu das nur, dass du das hier so verteilen tust. In den Ofen. Bam. Wir machen mal 20 und gucken dann, wie es aussieht. Mango machen wir wie das letzte Mal. Es war einfach Jackpot. Ich war immer zu faul, um zu schälen. Ich verlinke euch oben nochmal, hier ist ein Video. Hier oben. Übrigens, Akupressurmatte, immer noch absoluter Fan. Jeden Abend, 20 Minuten bevor ich pennen gehe, Akupressurmatte. Immer noch in der Videobeschreibung. Besteste. Sag mal, also die ist aber so unhandlich, ich sag dir ganz ehrlich. Also, wenn man die so hält, kriegt man hier schon auf jeden Fall massive Krampfarthritis, Alter. Also jetzt muss man natürlich auch lange Jahre geübt sein, um die Sache hier gut abschließen zu können. Ihr seht es auch, es sind einfach Handgriffe, die sitzen, ne? Ich sage euch, wie es ist. Beim Mango rast mir schon der Blogger. Da kribbelt's Oberstübchen, da flattert's. Ey, könnte ich mir auch mal vorstellen. Eine geile Pasta. Mango, Zwiebel, bisschen Sojasauce. Boah, bald machen wir eigene Styles. So, auch dazu ins Getümmel. Bohnen. Waren das. Die gehen jetzt eigentlich, aber. Manche Bohnen riechen doch halt richtig nach Dingens, ne? Nach Kanalisation mäßig. Die gehen aber eigentlich klar, ich sage euch, wie es ist. Oder waren die letzten Bohnen vielleicht nicht mehr gut? Ey, also ich sage euch, wie es ist. Bohnen, finde ich, riechen immer voll faul und voll gammelig. Na, ich sag mal so, vielleicht waren die faul und gammelig. Ist jetzt auch die Frage, warum eigentlich schwarze Bohnen und keine Kidneybohnen? Weil die vielleicht kleiner sind? Das ist die Frage der Fragen. Wenn es jemand weiß, schreibt es in die Videokommentare, ihr Strolche.
Apropos streusche Leute, auch in der Videobeschreibung, aber da gibt es bald mehr dazu, bald mehr Infos. Es gibt aber schon einen Instagram-Account, der gute It's Pat Live. Wer auf Twitch unterwegs ist, kennt ihn vielleicht und meine Wenigkeit. Wir machen gemeinsam einen Podcast und nennen uns, wir haben auch, ey, also der Podcast, wir haben wirklich lange überlegt, tagelang, bam, 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 Namen hin und her geschrieben. Wir haben, glaube ich, beide noch an irgendwelche Namen gedacht. Synapsenstrolche. Alles schön hier drin. Bam. Hier sind die wunderbaren Süßkartoffels. Wir haben die so 23 Minuten drin gehabt. Machen jetzt Vinaigrette. Wie gesagt, schreibt gerne mal in die Videokommentare, was ist der Unterschied zwischen Dressing, Vinaigrette, Salatsauce. Lange ich mache Salatsauce, ja, wie ich meine, Vinaigrette. Da müssen wir jetzt die Masse anpassen, ne? Weil ich habe sehr, sehr viel gemacht. Balsamico. Agavendicksaft. Also ich liebe Süß-Sauer-Styles, immer. Also wenn ich hier weiß, Senf, Essig, Agavendicksaft, weiß ich für mich schon, ist eine Kombi, die mir schmecken wird, so. Und jetzt schön vermengen die ganze Sache. Ich habe eben gerade ein bisschen rausgenascht. Alter, dankt es mir später oder dankt es den Damen und Herren aus der Videobeschreibung, die zum Rezept führt. Auch wieder Hood Cuisine Style, locker flockig. Geht richtig schnell, ne? Geht super schnell. Ja, wir richten jetzt an. Kommentiert, abonniert, Daumen nach oben. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis ganz bald. Ciao.